Herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Dragon Age hier in Ostagar. Da hinten sehen wir noch Duncan gerade davon rennen. Ja, das letzte Mal haben wir gerade noch den König getroffen hier hinten. Den übermotivierten König. Der klingt, als wäre der Kampf schon gewonnen. Aber ich denke mal, so einfach wird es nicht sein. Wir gucken uns hier trotzdem nochmal ganz kurz um, ob es was Nützliches gibt. Hier gibt es ganz tolle Elfenwurzeln, wie es aussieht. Säcke, ja. Säcke hat man doch auch gerne. Am besten vor die Türen. Ein Soldat. Die sagen bestimmt nichts Interessantes, möge oder? Der Erbauer euch beschützen, Herr. Ja, danke, danke. Das hilft mir bestimmt. Tiefenpilz. Ein Rinderknochen. Ein Geschenk. Okay, hat sich scheinbar doch gelohnt. Geschenke. Du hast ein Geschenk gefunden. Du kannst es einem deiner Gruppenmitglieder geben, indem du das Inventar öffnest, I, zu dem entsprechenden Begleiter wechselst, dann mit der rechten Maustaste auf den Gegenstand klickst und im Kreismenü Geschenk auswählst. Burp. Wurde bloß runterscrollen, danke. Wo war ich? Jedes Gruppenmitglied bevorzugt eine bestimmte Art von Geschenk. Und einige Gegenstände sind für spezielle Charaktere so kostbar, dass die anderen sie ablehnen werden. Da deine Gruppenmitglieder sich manchmal weigern, über sich selbst zu sprechen, wenn ihr unterwegs seid, ist dein Lager der perfekte Ort, um ihnen Geschenke zu machen. Ja, wie man auch hört, ich muss das laute Lesen noch üben. Das Lesen an sich klappt ganz gut. Aber das Laute überhaupt nicht. Da bin ich noch so ein bisschen schüchtern. Treibe ich mich nicht richtig. Deswegen werde ich dann noch leise und undeutlich und das ganze Zeug. Aber das kriegt man hoffentlich noch hin. Was ich auch noch gesehen habe, ich habe mir ja so ein bisschen durchgeguckt. Oh, hier eine verschlossene Kiste. Fähigkeit unzureichend. Eine tolle Wurst. Vielleicht kriegt man ja noch Gefährten, die das können. Soldat, der hat bestimmt auch nichts zu sein. Ja, ich habe mir, wie gesagt, mal die letzten Folgen so ein bisschen durchgeguckt und ich muss auf jeden Fall die Optionen vorlesen, die ich, auf jeden Fall die ich anklicke und eventuell auch die anderen, weil man natürlich auf Mobilgeräten einfach keine Chance hat, die Texte zu lesen. Die sind einfach viel zu klein. Die sind ja für mich hier auf dem PC schon grenzwertig. Vielleicht sind meine Augen auch einfach so schlecht. Man weiß es nicht. Möge der Erbauer euch beschützen, Herr. Ja, das weiß ich schon. Aber ich hoffe, ich denke eher, meine Magie wird mich beschützen. Weniger der Erbauer. Naja gut, dann gehen wir mal hier in das Lager rein. Hallo. Ihr müsst der Rekrut der Grauen Wächter sein, den Duncan hierher gebracht hat. Juhu. Hi. Ich wette, dieser Ort hat schon seit Jahrhunderten nicht mehr so eine Betriebsamkeit erlebt. Habt ihr ein bestimmtes Ziel? Ja, ich will mich den Grauen Wächtern anschließen, oder soll das zumindest. Was haben wir denn hier? Ich komme klar, vielen Dank. Wo finde ich Duncans Zelt? Ich suche den Grauen Wächter namens Alistair. Erzählt mir etwas über Ostagar. Ach komm, erzähl mir mal was. Soweit ich weiß, war es vor langer Zeit eine Festung. Damals, als die Wilden in die Ebenen eingefallen sind. Ihr wart am östlichen Ende der Ruine. Der Turm von Ishal steht dort, aber Taryn Loghain hat ihn bis zur Schlacht schließen lassen. Auf dieser Seite ist das Lager des Königs. Wir haben die Grauen Wächter, den Zirkel der Magi, die Kirche, jede Menge wichtige Persönlichkeiten. Also alle da, ne? Ist doch wunderbar. Dann sieht's ja nicht so schlecht aus. So, Hundegebell. Ist das Hundegebell? Das hier ist Ferelden, nicht wahr? Die Hundezwinger des Königs sind im westlichen Teil des Lagers. Die vielen Hunde verbreiten einen ziemlichen Gestank. Das sind allerdings keine süßen Welpen. Einige dieser Hunde haben die dunkle Brut gebissen und zu viel von ihrem Blut abbekommen. Es wirkt wie Gift. Ein langsamer, qualvoller Tod. Grauenhaft. Ja, im Turm gab es ja nicht ganz so viele Hunde. Um nicht zu sagen, okay, ne? Okay, was haben wir denn jetzt noch? Ich mache mich auf den Weg. Kann ich hier irgendwo Ausrüstung bekommen? Ausrüstung wäre schon mal interessant, denke ich. Beim Quartiermeister. Ihr findet ihn ein Stück weiter im Nordwesten. Ja, den besuchen wir dann auf jeden Fall mal. Ich hoffe, der hat auch schönes Zeug für uns. Müssen wir aber gleich mal nachgucken, ob wir das Zeug behalten haben,
was mal Lilly und John gegeben haben. Oder ob das jetzt weg ist. Ich hoffe, wir haben das noch, dann können wir das wenigstens verscherbeln oder was weiß ich damit machen. Der Zirkel der Magier ist hier. Naja, ich bin da, also werden die auch da sein, oder? Einige Magier, ja. Sie haben sogar diese unheimlichen, ruhigen Typen mitgebracht. Diese Besänftigten. Wenn sie sprechen, läuft es mir immer kalt den Rücken runter. So kühl und ausgeglichen. Sie sind nördlich von hier, auf einem Fleck mit einer Horde Templer, die sie wütend anstarren. Ihr könnt sie nicht übersehen. Super. Das ist ja wie im Zirkel, ne? Ist ja so jetzt mal gleich vertraut. Wo ist der König? Ja. Eiert hier bestimmt irgendwo rum. Wollen wir das wissen? Ja, wir fragen mal. Vermutlich in seinem Zelt. Er und Taryn Logan halten sich im südwestlichen Teil des Lagers auf. Der König verbringt allerdings viel Zeit mit seinen Soldaten, manchmal sogar ohne seine persönlichen Wachen. Das macht Taryn Logan wahnsinnig. Ja, das hat der König ja schon angedeutet. Dass die sich wahrscheinlich da nie einig sind. Ich mache mich auf den Weg, ich möchte etwas anderes fragen. Gibt's überhaupt noch was anderes? Dann lasst mal hören. Wo finde ich Duncans Zelt? Ich suche den grauen Wächter namens Alistair. Versucht es weiter nördlich. Ich glaube, er sollte den Magiern eine Nachricht überbringen. Na gut. Dann fragt man nochmal nach Duncans Zelt, aber das finden wir wahrscheinlich eh. Nicht weit von hier. Einfach geradeaus, direkt hinter dem königlichen Feldlager. Ja, auch schön. Die meisten eurer Kameraden sind bei den Truppen im Tal. Aber die Rekruten sollen vorerst hier oben bleiben. Na gut. Wo auch immer hier unten, hier oben ist. Wahrscheinlich auf den Ruinen. Dann wünsche ich euch viel Glück. Weil hier sind wir ja doch relativ weit oben. Ich schätze mal, da unten ist dann da unten. Sehen wir da schon irgendwas? Jede Menge Wald und noch mehr Wald. Okay. Leichte hölzerne Verteidigung. Naja, mal gucken. Vielleicht hat er das auch gar nicht gemeint. Aber wir gucken uns jetzt hier mal im Lager um. Das wird ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, denke ich mal. Aber ich will nichts verpassen. Ah, schöne Musik. Die klingt auch gleich vertrauenserweckend. Königliche Wache. Königliches Lager. Frag mal den nochmal, was Grüße. Los ist. König Kaelin ist derzeit nicht in seinem Zelt. Ja, wie überraschend. Wir können den versuchen zu überreden. Erzähle mir vom König, ihr müsst ihn oft sehen. Das tue ich wohl, obwohl er einen Großteil seiner Zeit mit den Grauen Wächtern verbringt. Er begleitet sie, wohin auch immer sie gehen, um genau zu sein. Taryn Logan sucht den König so oft wie möglich auf und diskutiert mit ihm über die kommende Schlacht. Aber der König winkt einfach ab. Der König will die Verderbnis in einer einzigen großen Schlacht beenden, die die Barden noch in Jahrhunderten besingen werden. Haltet ihr das für möglich? Nein, das halte ich nicht für möglich. Vor allen Dingen, wenn Duncan der Meinung ist, dass er auf Verstärkung warten sollte. Sieht das gar nicht so gut aus. Ja, da deutet sich's noch mehr an, dass der König nicht bedacht genug ist, sagen wir mal. Bedacht ist hier, denke ich, das richtige Wort. Ich habe so meine Zweifel. Das wird die kommende Schlacht zeigen, woher soll ich das wissen? Ja, ich denke, ich habe da meine Zweifel. Genauso denkt auch der Taryn. Doch am Ende wird er dennoch tun, was der König will. Der König war amüsiert, als der Taryn ihn unverantwortlich nannte. Und sie haben sich wegen der Königin gestritten. Wegen der Königin? Okay. Ich wusste nicht, dass Kaelin verheiratet ist. Streiten sie oft miteinander? In letzter Zeit mehr als üblich. Zum Glück ist der Taryn der Einzige, der so mit dem König reden kann. Na gut, ist so eine angespannte Lage. Dann zankt man sich dann doch häufiger, denke ich mal. Wie ihr wünscht. Geh mal einfach wieder. Schade, ich hatte ein bisschen gehofft, dass er Zeug für uns hat. Raven ist hier. Hey, Raven. Raven ist Teil von dem Mod. Glaube ich zumindest. Also ich meine, der Name ist Englisch, also ist es wahrscheinlich der Mod. Dass man die Charaktere neu skillen kann. Falls wir falsche Fähigkeiten von sich aus gelernt haben. Finde ich sehr nützlich auf den höheren Schwierigkeitsgraden. Weil man dann doch schon eine gut zusammenpassende Gruppe braucht. Okay, aber jetzt reden wir erstmal mit Logans Wache. Ihr nähert euch dem Zelt von Taryn Logan. Was ist euer Anliegen?
Ja, eigentlich würde ich ein bisschen was über ihn erfahren, ne? Ist deren in seinem Zelt? Was macht er? Was soll mir das erzählen? Erzählt mir von Terran Logan, das auf jeden Fall. Wie kann es sein, dass ihr nichts von Logan wisst? Er hat mitgeholfen, Ferelden zu befreien. Er war der Kopf hinter König Mareks Truppen und hat diese verdammten Orlesianer aus unserem Land gejagt. König Marek belohnte ihn, indem er ihn zum Terran machte. Könnt ihr euch das vorstellen? Ein Bürgerlicher, der direkt in den Hochadel aufsteigt? Ihr könnt darauf wetten, dass der König die dunkle Brut ohne Logan niemals besiegen würde. Als es dir nicht aufgefallen ist, ich bin ein Magier. Ich war die letzten 20 Jahre in einem Turm eingesperrt. Da kommt man nie so weit rum. Danke. Der Terran ist in seinem Zelt. Was macht er? Oder ist der Terran in seinem Zelt? Ja, frag mal das dann doch mal. Ja, er ist in seinem Zelt. Aber ich bezweifle, dass ich in der Position bin, über seine Angelegenheiten zu reden. Ich sollte gehen. Überreden. Ein wenig könnt ihr mir doch bestimmt über ihn erzählen. Überreden. Ich bitte um eine Audienz beim Terran. Wir sind ja redegewandt. Wir haben das ja geskillt. Wir versuchen das mal mit dem Terran direkt zu reden. Ich nehme an, ihr habt eine Nachricht für ihn. Wartet einen Moment. Das hat schon mal geklappt. Schön. Ja, was gibt es? Ah, ihr seid Dankens neuer grauer Wächter, nehme ich an. Jo, der bin ich. Und ihr wisst das schon? Was sagt man denn hier? Ja, bin ich. Woher wisst ihr das? Naja, der ist ja General oder so. Der sollte das wissen. Ich bin doch gar kein grauer Wächter. Sag mal das. Dennoch habt ihr seine Majestät beeindruckt. Er konnte seine Aufregung über euer Treffen nicht verbergen. Na, okay. Der Kalens König. Faszination für die grauen Wächter geht weit über das Übliche hinaus. Wusstet ihr, dass sein Vater euren Orden zurück nach Ferelden geholt hat? Nein, das wusste ich nicht. Ihr scheint diese Faszination nicht zu teilen. Ja. Die Wächter sind beeindruckend, aber bei weitem nicht so bedeutend, wie Kalen denkt. Ich habe gehört, ihr kommt vom Zirkel der Magie. Der erste Verzauberer hat euch in den höchsten Tönen gelobt. Eine beeindruckende Leistung für jemanden, der so jung ist wie ihr. Ich nehme nicht an, dass ihr mit dem Rest eurer Kameraden in die Schlacht reitet, oder? Ich weiß nicht, ich hoffe doch, ich hoffe nicht. Na, das wissen wir noch nicht. Wenn Kalen seinen Willen durchsetzt, wird es so sein. Jetzt muss ich meine Arbeit fortsetzen. Falls ihr an Gebete glaubt, solltet ihr darum beten, dass unser König offen für Weisheit ist. Ja, wahrscheinlich wäre das das Beste. Und wenn er das nicht ist, auf mich wirkt er wie ein Narr. Ihr scheint ihn nicht besonders zu mögen. Ja, und wenn er das nicht ist, wahrscheinlich sagt er, dann betet trotzdem oder so. Dann betet trotzdem. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Na gut. Der scheint ja ganz vernünftig zu sein, der Typ. So, was haben wir denn hier Hübsches? Ein Feldwebel. Seht es euch genau an, Männer. Dieses verfluchte Ding ist dunkle Brut. Sie sind stark und listig. Aber glaubt den Geschichten der alten Weiber nicht. Man kann sie töten. Wenn ihr sie oft genug mit euren Schwertern aufspießt, sterben sie. Ihr Blut ist schwarz wie die Sünde und giftig. Denkt nicht einmal daran, sie zu berühren. Ihr Blut würde euch verderben. Dann könnt ihr euch auch gleich selbst das Leben nehmen. Wir haben schon mehrere Hunde verloren. Wir mussten ihnen Maulkörbe verpassen, damit sie uns nicht beißen. Es ist ein langer, qualvoller Tod. Na super. Dann sollte man denen noch ganz Körperkondome spendieren, oder? Die mit dem Blut in Verbindung kommen sollen, wenn die mit Schwertern auf die einhacken. Stell ich mir schwierig vor. Oh, rührt den Kadaver nicht an. Wir werden ihn verbrennen, damit er nichts infizieren kann. Ja, mach das mal. Er ist aber klein. Und hässlich. Okay. Habt ihr irgendwas zu sagen? Man kann diese dunkle Brut nicht töten. Ich habe selbst gesehen, wie eines dieser Dinger wieder aufgestanden ist, obwohl es keinen Kopf mehr hatte. Okay. Warum kämpfen wir dann dagegen? Meine Stiefel sind schon fast durchgelaufen. Ich schätze mal, dass hier ist bloß Geschwätz. Eine Truhe, die ich nicht aufkriege. Wie schade. Guck mal hier, Bogenschützen, mit denen wir nichts machen können.
Es gibt viele der dunklen Soldaten. Es soll die Schlacht werden, in der wir diese dunkle Brut zurück unter die Erde jagen. Glaubst du das? Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Wir haben jede einzelne Schlacht gewonnen. Und doch werden sie jedes Mal mehr. Da fragt man sich, ob diese grauen Wächter nicht vielleicht doch recht haben. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Wenn du mich fragst, klingt das nach dem perfekten Zeitpunkt, um sich richtig zu besaufen. Ja, wahrscheinlich. Das ist vielleicht doch der letzte Zeitpunkt, den du hast, um das zu tun. Na, gehen wir mal hier hinten gucken. Ich habe schon einen Sack gesehen. Ein Priester. Ey, ich komme hier nicht hoch. Aha. Wie ihr wünscht. Geld. Feuerpfeile. Mein Glaube gibt mir Kraft und sollten sich mir auch 10.000 Männer entgegenstellen, so fürchte ich sie nicht. Naja. Gesegnet seien die Hüter des Friedens, die Kämpfer für die Gerechtigkeit. Ja, die seien gesegnet. Da bin ich ganz bei dir. Na gut, hier ist nicht so viel los. Dann gehen wir wieder zurück ins Lager und gucken mal, was wir da noch so finden. Mal den König finden, Alistair, Duncan. Duncan haben wir ja schon gesehen an dem Lagerfeuer. Was haben wir denn hier noch? Nix. Das Raven. Aber ich bin gut geskillt, denke ich. Na, dann reden wir mal kurz mit Duncan. Wie ich sehe, hast du unser Zelt gefunden. Brauchst du etwas? Ich bin bereit für das Ritual des Beitritts. Nee, ich will mich hier noch umgucken. Wir gucken mal, was wir ihn so fragen können. Alistair kann dir weiterhelfen. Ich hatte gehofft, er wäre inzwischen zurück. Ach so, okay, na gut. Dann suchen wir Alistair und fragen den aus über was auch immer. Hey, hier sind Hunde. Du da, Elf, wie ist dein Name? Pixar. Geh und sag Taren Logan, dass der Kriegstrupp bereit für die Speermission ist. Wir werden eine Nachricht senden, wenn wir auf etwas Ungewöhnliches stoßen. Jawohl, Sir. Sofort, Sir. Und ciao. Okay. Ein Aschekrieger-Hauptmann. Ja, die haben aber ihre Hunde angemalt, oder? Ich denke mal nicht, dass der Original so ist. Okay, gucken wir mal, was der zu sagen hat. Beim Atem des Erbauers. Noch ein Elf. Was wollt ihr? Na, das klingt ja freundlich. Habt ihr ein Problem mit Elfen? Im Allgemeinen nicht, abgesehen davon, dass ihre Knochen so dünn sind. Aber ihr gebt gute Boten ab, zumindest manchmal. Wollt ihr etwas? Uns fehlt die Zeit zum Plaudern. Ach, der ist ja gut drauf. Naja, was fragt man ihn denn? Ich überlasse euch euren Aufgaben, nee, ich will ihn ausfragen. Ihr seht nicht wie die anderen Soldaten in der Armee aus. Ja, das stimmt. Eher ein bisschen barbarisch. Darf ich euch etwas fragen? Naja, ich sage erstmal, dass sie nicht so aussehen wie die anderen. Wir sind nicht wie sie. Wir sind Aschekrieger. Ja, das hat der Name über euren Köpfen schon verraten. Ich überlasse euch euren Aufgaben. Immer noch nicht. Was ist ein Aschekrieger? Unsere Ausbildung geht auf die Zeit zurück, als Luthais Zwergensohn zum ersten Mal den Kampfrausch der Zwerge einsetzte. Es ist eine alte Geschichte. Kampfrausch der Zwerge, okay. Was macht ein Aschekrieger aus? Wir nutzen den Zorn in uns, nähren ihn und entfesseln ihn, sodass wir in der Schlacht nicht fallen können, bis unser letzter Feind am Boden liegt. Es ist eine Lehre der Zwerge, aber wir haben sie so angepasst, dass sie es uns erlaubt, an der Seite unserer Hunde zu kämpfen. Das ist unser Weg. Ich vertraue meinem Hund mein Leben an und er vertraut mir seines an. Ah, okay. Quasi die Hundeeinheit oder so. Ist ein Hund im Kampf wirklich hilfreich? Na, so in großer wahrscheinlich schon. Aber wir können ja trotzdem mal fragen. Ein ausgebildeter Mabari-Hund ist so gefährlich wie ein Schwert. Wir reden hier nicht von einem Stadtköter oder einem dieser Viecher, die auf dem Schoß einer alten Frau sitzen. Okay, das habe ich mir schon gedacht. Die arme alte Frau, wo der Hund auf dem Schoß sitzt. Worauf bereitet ihr euch vor? Wahrscheinlich gehen die Scouten, würde ich mal vermuten, also Kundschaften. Wir kundschaften die Wildnis aus und beobachten das Vorankommen der Horde der dunklen Brut. Mit ein wenig Glück stoßen wir auf einige Nachzügler, die wir ausschalten können. Wenn mein Hund das Blut seiner Beute überlebt, wird es eine gute Jagd. Sollte er sterben, traure ich morgen Nacht um ihn. Ja, das ist natürlich mit dem Blut, das ist schwierig. Wenn er das Blut überlebt, was meint ihr damit? Naja, wir haben das ja vor uns beim Kommandanten schon gehört, aber wir fragen trotzdem nochmal.
Das Blut der dunklen Brut ist giftig, wenn auch nicht immer tödlich. Diejenigen, die es überleben, werden immun gegen seine Auswirkungen. Die Wächter sagen, dass das verdorbene Blut die Überlebenden sogar in den Wahnsinn treiben kann. Aber nicht heute. Heute jagen wir und wir erlegen unsere Beute. Ja, die armen Hunde, ne? Da hilft kein Kondom. Wäre es nicht klüger, eure Hunde aus dem Kampf herauszuhalten? Naja, das... Ne? Ich weiß ja jetzt nie, wie hoch die Verlustrate ist. Sie kämpfen an unserer Seite. Wir machen uns keine Sorgen um ihre Sicherheit, als wären sie Kinder. Hm. Warum trauerst du dann um sie? Naja. Weshalb habt ihr eure Hunde angemalt? Sie unterscheiden uns zwar anhand unseres Geruchs von unseren Feinden, aber das Blut des Kampfes kann sie durcheinander bringen. Also malen wir uns selbst mit Cadis an. Es übertüncht das Blut. Und wir bemalen auch unsere Hunde, damit sie wissen, dass wir zusammengehören. Ah, okay. Aber was ist Cadis? Was wäre, wenn sich euer Gegner ebenfalls mit Cadis anmalen würde? Warum? Wollt ihr unser Cadis stehlen und es der dunklen Brut bringen? Na klar. Sofort. Auf keinen Fall. Ich hoffe, ihr scherzt. Warum nicht, wenn die Belohnung stimmt? Okay, ich hoffe, ihr scherzt. Falls ihr es versuchen solltet, würdet ihr es nicht überleben. Und das ist kein Scherz. Dann gehen wir halt. Die Jagd ruft und ich werde ihr nicht fernbleiben. Ja, dann gehen wir. Hm. Da hinten ist eine Elfenwurzel, die sackt man nochmal schnell ein. Die brauchen wir ja für Wundumschläge herstellen. Diese hier. Schwacher Wundumschlag. Hier mit der Kräuterkunde kann ich die herstellen. Muss ich noch Fläschchen kaufen. Das werden wir auch tun, weil wir es wahrscheinlich brauchen werden. Also hier vielleicht jetzt noch näher, aber irgendwann. Das ist nicht gut. Ich hasse es, ein so vielversprechendes Mitglied der Zucht zu verlieren. Das glaube ich. Seid ihr der neue Wächter? Ich könnte Hilfe brauchen. Oh, da kann man helfen? Okay. Wo liegt das Problem? Warum sollte ich euch helfen? Ich verstehe überhaupt nichts von Hunden. Ja, ich verstehe überhaupt nichts von Hunden. Ich komme aus dem Zirkel. Es geht auch weniger um das, was ihr wisst, als um das, was ihr seid. Das hier ist ein Mabari. Sie sind eine kluge, starke Rasse. Sein Besitzer ist in der letzten Schlacht gefallen. Und der arme Hund hat Blut der dunklen Brut geschluckt. Ich habe hier Arznei, die ihm helfen könnte. Aber er muss erst einen Maulkorb bekommen. Also es gibt doch Arznei, die da hilft. Na gut. Ich werde es versuchen. Wieso denkt ihr, ich könnte ihm den Maulkorb anlegen? Ihr seid ein grauer Wächter. Oder werdet es bald sein. Die Wächter sind immun gegen die Verderbtheit der dunklen Brut. Das Einzige, worüber ihr euch Sorgen machen müsst, sind ein paar Bissspuren. Ja, das ist ja nix, ne? Das ist ja gar nix. Wie klug ist dieser Hund genau? Vor Jahrhunderten züchtete ein Magier sie so, dass sie klug genug sind, um zu verstehen, was ihnen gesagt wird. Sie können sich erinnern und komplexe Befehle ausführen. Sie sind die kostbarsten Hunde der Welt. Das Problem ist, dass sie normalerweise auf einen Herrn geprägt sind. Es ist enorm schwierig, sie neu zu prägen. Aber wenn er keine Arznei bekommt, müssen wir erst gar nicht über seine Neuprägung nachdenken. Ja. Werdet ihr uns helfen? Ja, ich werde es versuchen. Also... Ja, da steht's ja schon, ne? Ich werde es versuchen. Könnte er auf mich geprägt werden? Ich schätze mal, ne? Wir fragen mal. Wir können es versuchen. Aber erst müssen wir ihm einen Maulkorb anlegen und ihn versorgen. Na gut, dann gucken wir mal. Wenn der Arm ab ist, dann bist Geht du in schuld. Den Zwinger und lasst ihn an euch schnuppern. Wir werden sofort wissen, ob er auf euch reagiert. Hoffen wir, dass es funktioniert. Ich möchte ihn wirklich nur ungern aufgeben. Ach, der ist auch cool angemalt. Der Hund sieht respektvoll zu dir auf, legt seine Angriffshaltung ab. In seinen Augen erkennst du Intelligenz, ebenso wie große Schmerzen. Dieses Tier ist sehr krank. Dem Hund den Maulkorb anlegen, den Hund erschlagen, weggehen. Ja, dann legt man doch lieber den Maulkorb an. Der Mabari knurrt schwach, aber greift dich nicht an. Gut gemacht. Jetzt so schnell kann ich nicht lesen. Mensch. Mir ist da etwas eingefallen. Geht ihr in nächster Zeit in die Wildnis? Ja, also ich schätze mal. Sie ist ja Vorbereitung für das Ritual. Möglicherweise, wieso? Es gibt eine bestimmte Pflanze, die die Überlebenschancen dieses Hundes verbessern könnte.
Wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, ist es eine Blume, die hier in den Sümpfen wächst. Falls ihr zufällig auf eine stoßt, würde mir das sehr weiterhelfen. Sie ist unverwechselbar. Vollkommen weiß, mit einer blutroten Mitte. Okay. Ich werde versuchen, eine zu finden. Denkt ihr, ich hätte nichts Besseres zu tun? Ach, naja, wenn der dann auf mich geprägt werden kann, weil das überlebt, wäre doch cool. Warum holt ihr sie nicht selbst? Naja, ihr hättet wahrscheinlich noch anderes zu tun haben. Und wenn wir eh in die Wildnis batscheln, kann der Hund auch ohne sie gesund werden? Frag mal das mal. Wenn er sie nicht bekommt, werden wir ihn wahrscheinlich von seinem Leid erlösen müssen. Na, tolle Wurst. Okay, wo in der Wildnis kann ich diese Blume finden? Sie wächst normalerweise in totem Holz, das sich am Rande von Tümpeln sammelt. Zu dieser Jahreszeit müsste es davon genügend geben. Kann der Hund auch ohne sie gesund werden? Das wissen wir schon. Warum holt es sie nicht selbst Besseres zu tun? Nein, wir werden mal versuchen, sie zu finden. Gut. In der Zwischenzeit fange ich mit der Behandlung unseres armen Freundes an. Ja, mach das mal. Kodex aktualisiert. Na, geh auf. Ein Magbari Kriegshund. Haben wir sonst noch was? Kultur und Geschichte. Was haben wir da? Ostagar. So, falls ihr das lesen wollt, einfach das Video pausieren. Hier stehen wir zu dieser Stunde, ihr guten Leute von Ferelden, und beklagen den Tod, der viele erwartet. Der Tod ist nicht gleichbedeutend mit Versagen, meine Freunde. Solltet ihr ihn finden, dann werdet ihr nicht euren König im Stich gelassen, sondern dem Erbauer gedient haben. Wenn ihr in dieser Schlacht fallt und im Land hinter dem Nichts vor den Erbauer tretet, dann wird er euch nicht für unwürdig halten. Geht nicht freudig in den Tod, aber geht in dem Wissen, dass es euer vergossenes Blut ist, das das Böse aufgehalten hat. Und wenn ihr geht, um eure Plätze neben dem Erbauer einzunehmen, dann geht ihr mit unserem Segen, denn ihr werdet nicht vergessen sein. Meine Freunde, lasst uns unsere Häupter neigen und derer gedenken, die gefallen sind, sowie derer, die fallen werden. Ja, also ich würde es ja bevorzugen, einfach schlicht und ergreifend weiterzuleben.